Moin Pamarillos, mein Name ist Sonic und ich heiße euch herzlich willkommen auf Raps Play. Heute zeige ich euch ein ganz geiles Spiel, was ich momentan sehr gerne spiele. Es nennt sich Tinker Island, rechts unten seht ihr das Icon dazu. Und ich zeige euch jetzt einfach mal, was man da machen kann. Ich weiß nicht, ob ich euch jetzt so viel zeigen kann. Ist von Kongregate und von Tricky Tribe. Nennt sich Tinker Island. Und so, ich bin jetzt hier drin. Also, das ist so ein kleines Simulationsaufbauspielchen, so ein bisschen. Und man muss halt überleben. Ich möchte euch jetzt einfach mal ein bisschen was zeigen. Ich habe jetzt hier Zeug gesammelt, während ich weg war. Und zwar strandet man mit, also ein Schiff geht unter und man ist schiffbrüchig geworden auf dieser Insel. Und ich klicke mal hier oben drauf. Und ihr seht, das hier ist so die Insel momentan. Die ist so groß und ich habe jetzt ungefähr ein Drittel entdeckt von dieser Insel. Man fängt quasi hier unten an. Hier unten bei diesem Feuer. Und muss sich dann weiter nach vorne arbeiten. Wie das geht, zeige ich euch gleich. So, dann hat man hier verschiedene Charaktere. Der Adam und der Oliver und die Zoe und Alfred und Leonard und Hank und Sarah und Lucy, der böse Geist. Ja, und diese Charaktere, da kann man auch, also am Anfang besteht man, glaube ich, nur aus 3 oder 4 Mitgliedern und man kann auf dieser Insel noch andere weitere Überlebende finden oder sich welche auch für Echtgeld dazu kaufen. Oder hier zum Beispiel Sparky, dieser Bär oder da braucht man halt diese Steine oder hier braucht man 1300 Gold und sowas. Man kann sich welche dazu kaufen. Man kann sich genauso gut Ressourcen für echtes Geld dazu kaufen. Oder beziehungsweise die Edelsteine kann man sich für echtes Geld kaufen. Von den Edelsteinen kann man sich Ressourcen kaufen. So, auf der linken Seite findet ihr Dinge, die ihr euch herstellen könnt. Zum Beispiel mit dem Geäst oder hier der Dschungelbaum. Da muss man Zeit investieren und ein paar Arbeiter hinschicken und wenn man das dann ausgefüllt hat, dann kriege ich jetzt hier zum Beispiel 200 Holz. Hier würde ich jetzt 500 Holz bekommen, hier würde ich 50 von diesen goldenen Barren bekommen, also goldbaren Wildschwein. Das macht 100 Nahrung und dann gibt es noch diese Banane, die macht mir 1200 Nahrung dazu. Ich kann aber momentan von allen nur 400 tragen, ihr seht, deswegen sind unten die Zahlen alle rot. Und dann gibt es natürlich auch noch rechts die Gelegenheit, Arbeiten zu verrichten, zum Beispiel in der Angelstelle Stufe 6, dann habe ich hier ein Holzfällerlager Stufe 6, der Steinmetz ist Stufe 4 und da könnte ich jetzt einfach einen Arbeiter reinschicken, so, und jetzt arbeitet dieser Arbeiter da drin, das heißt, die Maria macht jetzt 24 Steine in der Stunde, das geht ganz automatisch, dann kriegt man ein paar Ressourcen, wenn ich hier drauf klicke, dann kann ich für 50 Edelsteine die Timer mal so ein bisschen machen, vielleicht können wir das eigentlich mal so ein bisschen, sollen wir das mal machen? Komm, wir machen das einfach mal. Obwohl, ne, wir haben nur noch 2 Minuten. Ne, machen wir es nicht. Ja, und man kann auch Gebäude bauen, indem man unten drauf klickt. Dann gibt es einmal Gebäude. Für diese Gebäude braucht man verschiedene Dinge. Zum Beispiel, ihr seht oben das Forum. Das braucht 10 Einheiten. Baudinger. Ihr seht, die Typen haben verschiedene Eigenschaften. Und zum Bauen, der hier zum Beispiel 31 plus 2, also 33 die Eigenschaft beim Bauen. Das ist der gelbe Balken. Oben das blaue ist das Entdecken, das braucht man quasi, um hier neue Gebiete zu entdecken. Das ist die blaue Eigenschaft. Das grüne ist das mit der Hand links und rechts. Und ein Kampf ist für Kämpfen, das werden wir gleich noch machen. Und das, wie gesagt, das gelbe ist für den unteren Bereich. Da könnt ihr verschiedene Sachen dann bauen. Um die Gegenstände oder die Häuser hier bauen zu können, braucht ihr verschiedene Materialien. Einmal braucht ihr die ganz normalen Kosten. Das wird dann von der Leiste da unten irgendwo abgezogen. Oder ihr braucht halt spezielle Materialien. Zum Beispiel hier bei der Angelstelle, da braucht ihr so einen Angelhaken. Aber die kann ich jetzt momentan nicht bauen, weil ich halt 420 Seile brauche. Und ich kann halt nur 400 tragen. Deswegen muss ich noch ein bisschen mein Lager vergrößern, damit ich mehr Seile tragen kann. Dann kann ich die Angelstelle Level 7 bauen. Ja, diese speziellen Gegenstände, die kann man hier auch oben drin finden. Und zwar zum Beispiel, wenn ich jetzt mal auf das hier gehe, dann seht ihr rechts unten, da kann ich jetzt diese 2 Becherchen finden, die habe ich schon gefunden. Und das Leder, das kann ich da noch finden. Das dauert quasi 3 Stunden und kostet 60 Nahrung. Also wenn ich da jetzt jemanden reinschicke oder mehrere, dann kostet das 60 Nahrung. Und der Typ ist dann 3 Stunden unterwegs. Und nach diesen 3 Stunden kommt er wieder, entweder hat er was gefunden oder halt nicht. Ja. So, wir werden jetzt auf jeden Fall mal kämpfen. Ich nehme mal noch die Jenny mit. Ich guck mal, ob die alle volle Leben haben. Der hat fast gar keine Leben. Deswegen gehen wir einfach mal auf Gegenstände und werden mal hier so einen Heiltrank herstellen. Wir schicken mal kurz alle Menschen da rein. Die werden jetzt... Ach, der Affe kann das nicht. So, dann schicken wir den mal kurz weg. So, jetzt stellen die quasi kurz einen Heiltrank her. Ich hätte jetzt nicht alle 10 da reinmachen müssen, aber sonst geht's nicht anders. So, ich habe jetzt einen Heiltrank bekommen. Der ist jetzt hier ganz oben. Potion.
So, die hat 53, auch 53. Dann schicken wir den nochmal da rein. Zack, jetzt hat er wieder Leben bekommen. Jetzt schicken wir mal kurz alle nochmal da rein. Die, die 53 hat, die werden wir nochmal kurz heilen. Heilen, I kill you. So. Zack, haben wir jetzt hergestellt. Okay, Potion. So, die Jenny, die ist Reporterin. Ach, scheiße, jetzt habe ich das falsche gemacht. Egal, dann machen wir nochmal. So, machen wir halt nochmal einen Heiltrank. Macht ja nichts. So, alles klar. Jetzt haben wir zwei bekommen. So, die Jenny, die heilen wir jetzt mal. Zack, dann ist sie voll. Haben wir noch jemanden, der unter 100 ist? Nee, gut, den Heiltrank, den spare ich mir dann auch mal. So, wir holen den Alfred wieder raus. Jetzt haben wir 11 Menschen zur Verfügung. Und jetzt gehen wir mal kämpfen. Hier oben wird mir ein Kampf angezeigt. Das ist so ein komischer Egel oder was. Da schicken wir jetzt mal alle Leute rein, weil wir müssen stark sein. So, der Kampf beginnt. Der Kampf ist eigentlich relativ simpel. Wir haben jetzt 386 Kampfstärke gegen 13. Aber dieser Egel hat viel größere Chance, einen Treffer zu landen als wir. Wir haben nur 3 Punkte und der hat die restlichen Punkte. Wenn ich jetzt auf Kampf drücke, dann dreht sich das Schwert. Zack, jetzt haben wir dem was abgezogen. So, jetzt hat er uns was abgezogen. Jetzt wir ihm wieder, beim nächsten Treffer wäre er tot. Er hat uns getroffen, er hat uns getroffen. Und zack, da ist er besiegt. So, jetzt kommt eine Nachricht. Du hoffst, dass du den letzten Blutegel beseitigt hast. Fortfahren. Als du schließlich das Moor verlässt, bemerkst du etwas in der Tasche. Was? Du denkst, dass es eine Belohnung für deinen hart erkämpften Sieg ist. Aber du irrst. Es ist eine Königin aller Blutegel. Du musst sie bekämpfen. Kampf. Die hat 1600 Leben. Okay. Dann riskieren wir es mal. Mal gucken, ob wir sie kaputt kriegen. Wir haben jetzt alle Leute dabei. Je mehr, desto mehr Schaden teilt man halt auch aus. Aber nichtsdestotrotz... Einer ist schon hops gegangen. Ah, da sind noch mehrere hops gegangen. Ihr seht, wenn die Leute sterben, dann verlieren wir natürlich auch an Kampfkraft. So, welche Freude, die Königin der Blutegel ist tot. In der Schmiere des riesigen Parasiten findest du viele Edelsteine. Jetzt habe ich 20 Edelsteine bekommen. Ja, jetzt sind die Menacin hier tot. Ihr seht, jetzt muss ich 20 Stunden warten oder ich kann mir jetzt quasi auch eine Werbung angucken. Da ist es da, wo minus 2H steht. Und ja, dann könnte ich die halt schneller regenerieren. So, da ich jetzt wenig Nahrung habe, schicke ich einfach mal die Alte hier rein. Und der kann mal so einen Heiltrank noch nehmen. Und dann haben wir hier noch 6 im Dschungel. Also nicht 6 im Dschungel, aber ihr wisst, was ich meine. So, und dann hätten wir hier, da bin ich jetzt gerade dran bei der Luke. Da fehlt mir aber die Nahrung und hier im Sumpf fehlt mir auch die Nahrung, leider. Deswegen schicke ich einfach mal... hier ein paar Leute rein. Aber ich schicke mal alle da rein, weil mir fehlt dann noch dieser eine Gegenstand. Jetzt dauert das 8 Minuten und dann kommen die Leute wieder. Und dann kann ich sie wieder neu wo einteilen, muss jetzt meine Leute wieder reparieren. Und. Das alles könnt ihr machen. Es werden immer mehr Ressourcen freigeschaltet und ihr könnt neue Gebäude platzieren. Ja, jetzt habe ich ein bisschen überzogen. Tut mir leid, eigentlich hat es 5 Minuten Gameplay. Ich habe jetzt 8 Minuten gebraucht, aber ich hoffe, ihr seid mir nicht böse. Tinker Island, das Spiel, gibt es kostenlos im App Store und ich hoffe, ihr habt Spaß damit. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen, bis zur nächsten Folge und stay pam, tschüss! Anzug, bitte markiere meine Feinde, denn danach kannst du schnell das Abonnieren-Fenster einblenden. Klick da drauf, dann habt ihr mich auf dem Radar, denn das ist im Battle wichtig, damit ihr nichts verpasst. Also tritt mir in den Arsch, damit ich Feinden in den Arsch trete, schickt einen Kommentar, denn das heilt und es spart Leben. Für mehr Energie müsst ihr nur Daumen hoch drücken, denn mein Highscore kann sich nicht einfach so füllen. Ach du Scheiße, ich habe Verbindungsprobleme.